Lassen Sie mich durch. Es könnte Hinweise geben, was? Die einer mächtigen Detektivin wie Ihnen entgegen könnte. Also hatte Emmy damals mit sehr alten, furchteinflößenden Leuten... Leighton ist mittlerweile auch nicht mehr der Jüngste. Der ist alt und furchteinflößend geworden. Ja. Trotus, das ist Booster. Booster Leighton. Nun, das würden wir nicht wollen, oder? Na dann aber rein mit Ihnen. Drängen Sie mich doch nicht so, Catriel. So, wir haben ein neues Teil. Ja. Der klamme Keller. Einer der sechs Schrecken von Terrorhaus erzählt vom Streuner, dem Hund. Von Streuner, dem Hund, ja. Angeblich gibt es einen verschlossenen Keller im alten Haus, in dem Gespenster ihr Unheil treiben. In dem Gespenster es treiben. So wie Emmy damals. Huchi, da wollte ich doch... Bla 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 bla. Ich wollte runtergehen. Jetzt. Ein versteckter Kellner. Ja, den hat die Haushälterin dahin gebracht. Genau. Ja, ich bin leider eine versehentliche hier runtergekommen. Da, da, da. Das muss der klamme Keller sein. Es ist dunkel, feucht und vollgeräumt. Es fühlt sich an, als ob wir... Es fühlt sich an, als ob... Ach so, ja. Dunkel, feucht und voll. Es fühlt sich an, als ob wir ein uraltes Gemäuer oder so erforschen. Was für ein Spaß. Wenn man es so ausdrückt, dunkel, feucht und vollgeräumt, klingt es wirklich nach Spaß, oder? Ja, es klingt sehr nach Spaß. Du tust aus Verknalltheit aber auch alles, oder, Nadelstreifen? Was für Spielchen. Mit Emmy. Aber wir haben keine Zeit für Spielchen. Wir müssten in diesem Keller eine gründliche Ermittlung durchführen. Ah, da ist der Spiegel. Ja, der sieht schon so aus. Also, wir können aber auch... Kuriosität! Erst mal... Wo? In der Flasche! In welcher Flasche? Ah, in der Flasche. Woo! Traurige Tonvase. Ein Rätsel. Was? Wo? Im Spiegel? Nein. Wo? Hier unten? Nein. Oben auf dem Regal. Da! Ja. Meine Chance, endlich mal wieder einen Punkt zu machen. Nein. Na, wenn das mal keine verdächtig aussehende Schacht ist, was da wohl drin sein mag? Nein, machen Sie sie nicht auf. Da drin könnte sich etwas Grauenhaftes verstecken. Hoppla, und schon habe ich sie auf. Hoppla! Man braucht eine Menge. Hoppla! Tut mir leid, das ist einfach zu faszinierend. Und es gibt ohnehin keinen Grund zur Sorge. Da ist nur ein Rätsel drin. Hoppla! Ja, man braucht eine Menge Hoppla, um einen Krabbenburger zu machen. Königlich. Oh Gott. Du musst das ändern. Ich muss das ändern? Oh nee. Ich muss da mal was ändern. So, los. Du besuchst das Schloss, um dem König die fünf Schatzkisten zu zeigen, die du auf deinen Abenteuern gesammelt hast, während du auf Level 5 gekommen bist. Allerdings schreiben die im Schloss geltenden Regularien vor, dass jeder Besucher maximal ein Gepäckstück bei sich führen darf. Du bist mit einem Kameraden hier und 3 Minuten vom König entfernt. Wie viele Minuten würde es dauern, um dem König alle Schatzkisten zu zeigen? Eine der Schatzkisten zählt als ein Gepäckstück. 3 Minuten entfernt? Ich muss alle Daten zusammentragen, dann habe ich die Antwort. Ach Mann! Hast du null gesagt? Für meine Analyse. Wie soll denn das gehen? Ich weiß es nicht. Du musst... Wie häufig musst du hin und zurückgehen? Nochmal. Moment, hä? Also ich hätte jetzt einfach eine, also egal. Ein Gepäckstück maximal bei sich tragen. Eine der Schatzkisten zählt als ein Gepäckstück.
Okay. Da muss es doch wieder irgendeinen Trick beigeben. Ja, definitiv. Und das nervt. Das nervt richtig. So ist das Schloss. Vor allem, das ist so ein Mathe-Rätsel, da müsste ich eigentlich besser drin sein. Aber man muss ja auch den Trick dabei finden. Steht ja auch nicht, wie viele sie auf einmal tragen können. Das ist so einfach. Diese Analyse sollte ein Kinderspiel sein. Was? Das ist so einfach. 15 sind es nicht, oder? Nein, es sind keine 15. Es sind auch keine 3. Du bist ja, ihr seid ja zu zweit. Ja. Ja. Es sind auch keine 3, genau. Du kannst also nicht jede Kiste in eine andere Kiste packen und die alle dann so dem König zeigen, weil es wurde ja nicht gesagt, dass man den Inhalt der Schatzkisten dem König zeigen soll. Man soll die Schatzkisten zeigen. Man soll die Schatzkisten zeigen, deswegen hätte ich gedacht 3 Minuten als erstes. War aber falsch. Es gibt aber noch eine andere Möglichkeit. Ja, 0. Weil dann guckt er aus dem Fenster und sieht die Schatzkisten. Ja, vielleicht kann er nicht aus dem Fenster gucken und die dann sehen von da aus. Also daran hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass das 0 das wäre. Ach Mann. Und es sind wieder 2. Ja. Es ist nicht... 44, 42. Juhu. Es gibt einen Kniff. Es gibt einen Kniff. Aber eine Kiste zählt als Gepäckstück, nicht was denn drin ist. Ja. Ausblenden. Darf ich es einblenden? Ja, natürlich. Okay. Ja, er hat's geschafft. Exito, Exito, Exito. Du hast einblenden gesagt, nicht laut aufs. Okay, Entschuldigung. Nächstes Mal frage ich. Ich habe jetzt gedacht, man könnte ja das Bild nehmen und dann rutscht, dann machen die Zugtür hoch und dann... Was machen die? Die Zugtür hoch und dann ist... rutschen die Schatzkisten da lang. Ich glaube, so schnell geht eine Zugbrücke nicht hoch, dass sie da den Schwung für hätten. Und zu zweit. Na, es sind ja 2 Leute. Jeder nimmt eine Schatzkiste oder so. Wer sagt, dass die Schatzkisten nehmen? Nehmen die einen Wagen? Und packen die Schatzkisten. Nö, dann haben sie ja... Ach so, na, vielleicht haben sie keinen. Also, die sollen das nehmen, was sie haben. Ja, die Schatzkisten. Um die 5 Schatzkisten zu zeigen. Ja, sie sollen sie dem König zeigen. Ja. Und wenn sie vor den König treten, dürfen sie höchstens ein Gepäckstück dabei haben. Ja. Jeder eine. Jeder, ja. 3 Minuten immer noch. Nö, wieso? Die können ja nicht... Dann hätten sie ja 5 Gepäckstücke insgesamt und das wäre... Sie können es ja vor der Tür dann lassen. Hä? Sie können es ja vor der Tür dann lassen, direkt vor dem Thronsaal. Aber dann hätten sie ja nicht alle dabei, oder? Natürlich, dann würden sie... Sie würde einer 3 so, sie würden... nehmen und der andere 2. Oh, dann wäre ja 3 richtig gewesen. Dann hätte ich ja erst recht schneller gewonnen. Nee, aber so ist es auch nicht gemeint. Siehst du, das sind so Rätsel, die kann man eigentlich... Wenn man lang genug drüber... Ich hatte, glaube ich, vorher die 3 versucht. Gar nicht. Na klar.
Das hatte ich doch als allererstes sofort. Das wäre ein Gleichstand dann gewesen. Aber auf jeden Fall ist halt... Kann ich ihr mal einen offensichtlichen Tipp geben? Also mir fällt jetzt nur ein Tipp mit einem Berg und einem Propheten ein. Faust? Ist das von Faust? Hä? Meinst du jetzt den Osterspagettigang oder was? Nein, ich meine so ein Sprichwort. Mit einem Berg und einem Propheten. Bin verwirrt. Okay, das hat nicht geholfen. Soll ich dir sagen, wie das Sprichwort heißt? Ja. Wenn der Berg nicht zum Prophet kommt, dann... Ich muss aber Prophet. Ja, null. Hab ich probiert. Wieso null? Drei. Dann kommt der König da. Und wo sind dann die Schatzkisten? Nach vorne. Und wie weit sind die noch von dem König entfernt, wenn die beim König sind? Oh, gar nicht mehr. Warum nicht? Weil dann der König da ist. Aber sagen wir... Eine Minute? Die lassen doch nicht einfach vor dem Königssaal die Schatztruhen liegen. Ja, wo sollen die denn hin? Da, wo sie jetzt sind. Ja. Und die sind jetzt 3 Minuten vom Schloss entfernt. Vom König. Ja. Genau. Und ja. Wenn der König da hinkommt... Ja, aber wie soll er denn da hinkommen, wenn er noch gar nicht weiß, dass er da hinkommen soll? Die tragen den. Ja, aber wenn sie den tragen wollen, dann müssen sie erst wohin? Ich hasse. Entschuldigung. Ja, es ist 6 Minuten, weil... Ich hasse dich. Das ist das Rätsel. Du sollst das Rätsel haben. Hast du das Rätsel? Danke. Spitzenlogik. Anstatt die Schatzkisten zum König zu bringen, musst du den König einfach zu den Schatzkisten bringen. Dann brauchst du nur einmal hin und zurück. Oh wei. Ah, ganz ehrlich, so viele von diesen Rätseln, die man tausendfach interpretieren kann. Was für ein scheiß Rätsel, Emiliana. Ja. Das Rätsel war nicht das Problem. Das Problem war, dass sie diese Schachtel geöffnet haben und dieses Rätsel überhaupt hochkam. Ja. Obwohl ich es sie gebeten hatte, das zu unterlassen. Tut mir leid, ich kann einfach nicht anders. Die Neugier hat mich umgebracht. Laterne. Sonne, Mond und Sterne. Noch eine Laterne. Achso, nee, die Laterne und, warte mal, nee, die Laterne, die hat bloß Text. Alles gut bei dir? Mhm. Wirklich? Das sind alles echt fiese Rätsel. Also bitte nicht, deswegen... Wir sollten trotzdem Ruhe bewahren. Schublade! Und Flasche. Welche? Ach, die daneben. Moment, da ist... Die große voll. Flasche. Auf dem Boden. Da? Hm? 10 Hinweismünzen. Ja, dann haben wir alle. Ja. Okay, jetzt Spiegel. Den Spiegel? Oder erstmal das. Nein. Da ist was. Nichts. Bla bla bla, schnüffel, schnüffel. Nur oder drei! Dick! Oh. Was? Das war schön. Das war mit sehr viel Einsatz, fand ich. Fand das gut. Ja. Ja. Ah! Ich hab mich fast erschreckt deswegen. Das Spiegelbild, das ist grässlich. Grätzel. Na schön, wir haben ihn gefunden. Also wird es nicht lange dauern, bis. Ja, Sie haben recht. Gleich ist es wieder. Oh mein. Es ist ratsam, nicht an diesen Spiegel heranzutreten, Ma'am. Sonst wissen sie, was dahinter ist. Ah. Was, wenn der König keine Lust hat, da hinzugehen? Das ist auch sowas, ja. Weißt du, die müssten den König entführen, damit das 6 Minuten dauert. Und sie müssten vor allem ihn nicht überreden, weil das könnte genauso 1 Minute länger dauern.
echt schlimm, sowas. Also das Rätsel war echt undurchdacht von den Machern, ne? Man hätte auch einfach sagen können, hier Ritter, hol mal den König her. Und mach schneller als 3 Minuten! Renn! Ja, stimmt. Also eigentlich ist das so... Wie kann man genau sagen, dass es 3 Minuten bis zum König sind? Ja. Und unter welchen Umständen, wenn sie eine Schatztruhe dabei haben und wenn sie keine hätten, könnten sie ja schneller laufen. Oh, das ist echt... Man könnte jetzt so viel philosophieren über dieses beknackte Rätsel. Wir könnten es auch genau lassen. Genau zur rechten Zeitbooster. Ich vermute, das ist der schreckliche Spiegel.